Does anybody know how I get over there? Because like in... on the 360 version, there would be like, you know, one of those things. You could just slide over. So... guess I cannot really jump, it's too far. So I actually died here at the trap because, yeah, I'm stupid. I guess it will just re-explode again if I open it. Oh. Rusted coin, okay. That was kinda not worth the...
was actually some treasures. Actually, you know, how can you access the second bonfire here? It's pretty strange because on 360 version, you could just slide through the other side. But obviously here you can't. So I'm pretty confused. So I'm pretty confused how you would reach that. Oh, there's a lot of spiders here. This one is new. Actually, it is not really new, but the location is new. Like normally I would just, you know, jump down here and take the shortcut. But there might be a couple new items here, so just take the long way.
Normally you would fight you know the guy's torso here. Vengal's torso. Ich frage mich gerade, weiß es vielleicht jemand, wie man das ist halt der blöde Zauberer oben da, wenn man da auf die andere Seite rüberkommt, weil der war ja
bei der 360er Version war da ja so ein Rutschteil. Aber das ist weg, man kann ja nicht einfach rüberspringen, oder? Hey, KO 82, ich hab den Namen schon vergessen. Marcel? Nee, Marcel. Carsten? Nee, weiß nicht genau. Weißt du, wie man da rüberkommt? Zauberfutzi da. Oben Kevin. Ah, Kevin. Kevin allein zu Hause. Hihihi, das hast du bestimmt noch gar nicht oft klein. Noch gar nicht oft im Leben gehört, gell? Ach, da kann man runterspringen hier. Ah, ich verstehe, okay. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Au. Oh. Mein Gott, der mit seinem... Mein... Oh. Ist natürlich wieder gebuggt gewesen. Kann hier, glaube ich, die Tür da aufmachen mit dem Schlüssel. Jetzt kommen wieder die ganzen Spinnen hier. Wie schaut es eigentlich bei dir mit deinem... Wow, mit deinem Level... Du machst auch gerade ein Level 10 oder Level 4 Run im Bloodborne. Bist du jetzt schon fertig oder bist du immer nur dabei? Black Knight Ultra Greatsword. Okay. Das war jetzt nicht so schlau von mir gerade. Ich hab gedacht, ich konnte einfach wieder rauslaufen in der Zwischenzeit. Oh Gott. Ah, du machst ihn noch, okay. Wo bist du denn gerade? Gut, das war eigentlich egal. Ich hätte mich hoch teleportieren müssen, dann. Brauche jetzt wenigstens keinen Homeward Bone. Also eigentlich war das Absicht. Das war eigentlich nur Absicht. Ich bin gar nicht gestorben, sondern es war Absicht. Dann bin ich jetzt nämlich hier das andere Areal noch freischalten kann. Vielleicht gibt es da noch was. Menses, okay. Ja gut, Nikolaus ist ja relativ leicht, finde ich so. Das ist nicht so schwer. Was ein bisschen nervig ist, finde ich, im Level 4 oder im Level 10 dann auch, ist die... ist die, wie heißt die? Die Wet Nurse. Also die schwarze, die hält so viel aus. Da habe ich relativ lang braucht, weil die einfach... Weil irgendwann wird man ungeduldig. Dann trifft sie einen wieder und dann ist man sofort tot. Im Prinzip ist die eigentlich relativ leicht, aber
recht viel Lebensenergie und dann ist das echt ein ziemlich langwieriger Kampf. Ja, na klar mache ich die DLCs. Sonst hätte ich mir das Spiel ja nicht kaufen müssen, wenn ich die DLCs nicht mache. Das ist eigentlich so das Beste vom Spiel fast, die DLCs. Ja. Einfach mit Armbrust jetzt. Und hast du deine... Ups. Hast du deine Soldaten schon gefunden im DLC? Oder bist du immer noch... Obwohl, die Eiswelt ist, glaube ich, relativ schwer. Da braucht man relativ lang, bis man die schafft. Schieß mir einfach runter. Ah, die kann man nicht anvisieren hier. Wie doof. Muss man so manuell das anvisieren. Naja gut, die kommen schon runtergefallen, denke ich mal später. War leider unnötig. Ja, ich habe mal gedacht, also das wäre irgendwie was ganz Komisches. Irgendwie so. Für den Fortschritt irgendwas suchen muss. Ich kann. So, also es hat gar nichts gegeben, aber zumindest habe ich hier das Lagerfeuer freigeschaltet. Das ist ja relativ wichtig, wenn ich später zur Ornifex mal will und irgendwie. Ich kann mal gerade schauen, was die Spinne. Ah, die Spinne hat bloß so einen blöden Dolch und noch irgendwas. Das kann, was man aus der Spinne machen kann. Auf jeden Fall so einen komischen Spinnendolch. Ich glaube, der. Genau, der kann so Spinnenweben schießen, aber das ist voll schlecht. Wie ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt kommt hoffentlich da keiner. Doch, da kommt natürlich jemand jetzt. Die helfen nur beim Boss, der leider schon tot war. Ah ja, stimmt, der. Ich hab bloß das Let's Play angeschaut. Der letzte Boss ist ja irgendwie unten so in einer Lava-Höhle irgendwie und da musst du dann so gegen so Soldaten oder andere Krieger kämpfen und am Schluss kommt dann noch so ein größerer. Bisschen komisch. Komischer Kampf. Ja, da kann man nur das. Die zwei kann man machen, genau. Aber es ist beides Geschick, also ziemlich unnötig für mich. Das Schwert der großen Sünderin könnte ich machen. Ah, egal, ich mache jetzt einfach mal. Obwohl, ich habe keinen 18 Geschick. Mach's einfach trotzdem mal. Oder ich warte mal noch, vielleicht kann man ja was anderes machen bei dem Zauberer. Den wollte ich jetzt auch freischalten, weil ich mich unbedingt einen Ring haben will. Dass ich nicht ganz so viel Erfahrung kriege. Ah, du, wenn man den offenen Ring benutzt, wie du gestern gesagt hast, weißt ja, dass man keine Seelen mehr kriegt. Dann kriegt man gar keine Seelen mehr, oder dann? Wo muss ich jetzt hin? Zum Zauberer wollte ich hin. Es gibt dort drei Bosse. Okay, also ich kenne den. Die unsichtbare Katze oder Wolf oder was das ist. Dann den Lava-Menschen. Die Lava-Menschen da.
In der Höhle unten. Und sonst weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es vielleicht nur den. Also das sind die zwei Bosse, die ich kenne. Loot und Zahlen, irgendwie ist der Weg dorthin schlimmer als der Boss. Loot und Zahlen. Ach stimmt, es gibt ja den optionalen Bereich, wo du dann gegen zwei Katzen kämpfst, stimmt. Genau, das habe ich einmal gesehen in dem Let's Play. Da musst du durch so einen Schneesturm durch und da gibt es die berühmt-berüchtigten Hirsche. Oder Rentiere oder was immer das sind. Und die sollen extrem schwere Gegner sein haben. Ganz viele Leute beschwert, dass die zu schwer sein sollen. Haben sie letztes Mal überhaupt nicht bewegt da oben. Die haben einfach alle fertig gemacht, da ist einfach nur stehen geblieben und haben gar nichts gemacht. Das finde ich ein bisschen komisch, ich weiß mal. Auf der 360 sind die sofort auf einen losgestürmt. Zu fünft oder so. Ja, das gibt es glaube ich unendlich viel Hirsche, weil die wieder respawnen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, von Let's Play. Hat zumindest irgendwer geschrieben, ob das stimmt, weiß ich nicht. So, und bei dem soll es den offenen Ring jetzt geben, meinst du? Ja. So, Trade. Und der kann jetzt auch das Pursuer Great Sword machen, das hole ich mir jetzt mal. Das finde ich nämlich ganz cool, vom Aussehen her. Das passt jetzt zwar nicht so super toll. Und da gibt's den Dragon Rider Bow. Der könnte auch gut sein. Was braucht man da? Wo sieht man da, wie viel man. Was man da für Werte braucht? Plus 18. 18 Geschick. Okay, das ist schon wieder so viel. Oh, das war ziemlich gut, das weiß ich noch, das habe ich immer benutzt bei. Das mache ich mal jetzt, aber das hat halt. Das hat eine Geschicklichkeitswaffe, also bringt das denn wirklich was? Giant Stone Axe. 45. Eine Respawn nach 30 Sekunden, okay. Ach, das hole ich mir einfach. Warum nicht? Jetzt schauen wir ganz kurz. Der hat den Ring, den offenen. Ach, da ist der offene Ring. 5000 kostet der, okay. Da gibt's Wärme. Ne, das ist nicht die Wärme, das sind die Minen, die man legen kann. Und das ist die.
Der ist auch ziemlich gut. Also eigentlich bräuchte ich jetzt noch ein bisschen Seelen. Vielleicht habe ich ja noch was zu poppen. Ja, genug. So, jetzt schauen wir mal. Ach, der hat die verlorenen Sachen. Die sehen ja ziemlich cool aus. Die hole ich mal. Ist auch neu. Den Ring hole ich mal auch. Ne, den brauche ich nicht wirklich, weil ich keine Zauberei benutzen werde, aber gutes Licht wäre gut, aber gut, da bräuchte ich 14. 14 Zauberei und das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Am Überlegen, ob ich da irgendwas machen soll. Das hat halt auf Stärke was, aber da bräuchte ich ja 20 Skill schon wieder. Ich will eigentlich gar nicht so viel auf Skill gehen. Ich will vielleicht Level 100 bleiben, das wäre eine gute Idee. Level 100 im New Game Plus ist, denke ich, nur ganz okay, weil ich finde so, dass Level 100 ist ja schon relativ viel bei Bloodborne, aber bei Dark Souls sind das Level nicht ganz so. Also man geht ja allgemein ein bisschen höher, finde ich, im ersten Playthrough. Dragon Rider Twinblade, okay. A Dragon Rider Bow. Ich würde halt eigentlich nicht auf. Das mache ich mal jetzt anfangen mal noch. Und dann habe ich eh schon keine Seelen mehr. Das heißt dann, ja, die anderen Sachen, das ist auch nicht so wichtig. Lass jetzt einfach mal. So, jetzt schauen wir mal das an, wie es aussieht. Das, eigentlich ganz gut. Das sieht echt fast wie beim Manga der Anfang aus. So, der hat auch so eine schwarze Kapuze auf. Ich glaube, Handschuhe hat halt keine an, aber ich habe die trotzdem jetzt mal gekauft. Ne, ist eh zu schwer. Da würde er bloß noch so eine Riesenrolle machen. So, jetzt wollte ich noch irgendwas machen, ich weiß schon mal, was ich machen wollte. Da kann ich nichts Neues machen. Habe ich schon alles erledigt. Da habe ich alles erledigt. Und da habe ich. Ich gehe jetzt mal gerade den Kopf so durch, visuell, wie es überall war. So, beim Boss war ich da, kommen wir da unten raus. Genau, dann kommen wir zu den Gargoyles, da war ich schon überall. Dann zur verlorenen Sünderin runter, da war ich schon überall, ja. So, hier habe ich, glaube ich, auch schon alles erledigt. Ja, hier habe ich auch alles erledigt. Dann komme ich eben, also im Iron Keeper war ich noch nicht. Ich
Hier habe ich, glaube ich, alles erledigt, soweit ich das jetzt machen kann, ja. Hier habe ich alles erledigt. Und hier habe ich, glaube ich, auch alles erledigt. Ja, kann jetzt bloß noch in die Iron Keep gehen, eigentlich. Iron Keep und in die Grube eben. In Machula, da kann ich auch reinspringen. Aber ich glaube, da gehen wir noch im Iron Keep hin. Jetzt brauche ich mal Menschlichkeit wieder. Einfach, was schöner aussieht. Und hier ultra nervig, ganz viel PvP. Ist das jetzt ein Gegner oder ist das ein NPC? Der ist schon so spackig, also ich nehme mal an, das ist ein normaler Mensch. Nee, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist kein Mensch. Nee, das ist kein Mensch. Das ist ein NPC. Hält er viel zu aus, viel zu viel aus. Jetzt hat er mich bei der gebacksteppt. Ich glaube, da drüben gibt es bloß eine Soul Vessel, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß bloß nur, dass es sehr ultra nervig war, da rüber zu springen. Und da unten. Ich sollte jetzt fast den Zauberspruch mitnehmen, also den Blitzschweiß. Dafür muss ich allerdings irgendeinen Ring opfern, weil ich eben. Opfer mal fast den Ring. Weil ich keine Zaubersprüche sonst mitnehmen kann. Nehmen wir mal den Blitzschweiß mit. Und was noch? Gibt es irgendwas Gutes? Ja, falls ich im PvP komme, kann ich ja mal die Combustion mitnehmen. Die ist eigentlich ganz gut für PvP, finde ich. So, jetzt benutzen wir mal den Blitzschweiß hier. Jetzt sollte ich eigentlich rübergehen können. Oh, Fail. Habe ich den Gegenstand erbrickt? Ich denke schon. Ich glaube, das ist bloß ein Human Effigy, was ich gerade benutzt habe. Das heißt, das war total umsonst. Diesmal können wir jetzt aber sicher die Blutechos holen, ohne dass wir sterben hoffentlich, weil jetzt sollten sie, die sind immer noch so weit hinten. Ich bin noch viel weiter vorne gestorben.
vielleicht irgendeinen Ring, nur der kurzzeitig Feuerabwehr stärkt. Nee. Ja, dann waren das jetzt die Seelen, die bleiben da hinten anscheinend. Was? Das bringt ja überhaupt nichts, der. Ach, ich hab den Blitzschweiß vergessen. Oh, bin ich behindert. Ich war mir gerade sicher, dass ich ihn benutzt habe eigentlich. Oh. Okay, jetzt sind sie eh weg, die Seelen. Jetzt bin ich ja nochmal gestorben. Super behindert. Ich würde das, glaube ich, mit dem Blitzschweiß sparen können, weil das eh nichts bringt. Und ich hätte gern irgendwie so einen schwarzen Mantel. Haben wir nicht irgendwie einen schwarzen Mantel? Nicht wirklich. Das ist jetzt auch ein NPC, oder? Ach, gegen den habe ich ja schon mal gekämpft. Das war ja der Typ, der unten da bei den Schildkröten war. Der war ultra nervig stark, war der. Aber diesmal bin ich jetzt ausgerüstet gegen ihn. Oder gewappnet, jetzt habe ich auch starke Waffe. Ah. Furchtbar. Nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das sind auch viel weniger von den Typen hier. Das haben sie jetzt auch. Oh nein! Das haben sie jetzt auch geändert, weil auf der 360 kommt man einfach den Schlüssel nehmen. Und man hat eigentlich gar keinen Schaden bekommen. Kann man Duftzweig kaufen. Oh, und man kann die super Dinger kaufen da. Ich werde einfach mal ein paar Seelen poppen und mir den Duftzweig kaufen, weil der relativ wichtig ist. Genau in dem Nebelwald gab es ja noch ganz viel so Typen, die man steinern konnte.
Die mache ich 13. Produziere einfach mal alle jetzt. So, hier gibt es ja den, naja, den gefürchteten Dämonenboss. So, jetzt hier oben steht ein Bogenschütze. Den Bogenschützen da drüben haben sie entfernt, okay. Ein bisschen fairer, würde ich sagen. Schlägt denn der hin? Nein. Die Bogenschützen hier. Die nerven. Gut, den einen kann ich jetzt fertig machen. Fällt mir gerade auf. Hat sich ausgewogen geschützt. Bogenschützen sind so nervig in Dark Souls. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir jetzt da ganz hoch? Ne, da kommen wir nicht ganz hoch. Der kann jetzt weiterhin einfach auf uns feuern da. Aber ich muss den irgendwie jetzt fertig machen. Das ist viel zu nervig, wenn er die ganze Zeit runter schießt. Ne, ich komme sogar ganz hoch zu ihm. Das heißt, ich kann den endlich nochmal platt machen.
Da steht nur einer, den können wir vielleicht mit der Armbrust über ganz lange Zeit hinweg totpieksen. Hier können wir das Feuer ausmachen, genau. Da kommt schon der nächste. Und wo schlägt denn der hin, der Typ, Alter? Wie besoffen wir? Also das kann ich mal vergessen hier. Da bräuchte ich irgendwie so einen Feuerring oder irgendwas. Damit ich noch ein bisschen mehr Feuerabwehr habe. Wer schießt da schon wieder? Ach, der da oben. Ich hab grad zweimal geschlagen und hinter mir kommt noch ein so eine Hurensau. Drei sind da hinter mir. Alter. Hast aber doch einen Armbrustschütze, einen Bogenschütze. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Iron Great Arrow.
viel kommen denn da? Ey, die mit ihren... Ja, Alter, gibt's das? Immer von hinten kommen die irgendwo hergeschossen. Von da kommen jetzt noch welche. Kann der mit so einem großen Schwert daneben hauen? Was? Schon wieder? Oh. Ist der blöd oder was? Gibt's doch nicht. Ich hab nicht einmal in irgendeine Richtung gedrückt. Ich hab ganz einmal auf Schlagen gedrückt und dann schlägt er einfach daneben. Das gibt's doch nicht. Also mir ist sehr wohl bewusst, dass wenn man in eine Richtung drückt, dass er dann in die Richtung schlägt, obwohl man anvisiert hat. Aber wenn man gar nichts drückt, dann sollte er doch... Ach, da oben der Typ schon. Dann sollte er doch einfach in die Richtung schlagen, in die man... In, also, wo der anvisierte Gegner ist, denke ich. Zumindest. Thank you.
ich sollte mir eigentlich auch schauen, ob ich die Waffe vielleicht nicht wieder upgraden kann, weil wenn man schon reinkommt, dann wird mit einem Pfeil begrüßt. Dann könnte ich die vielleicht auch one-shotten, die Gegner. Zweimal drauf einschlagen. Was? Hab ich da getroffen? Wo kommt denn der Bogenschütze jetzt auf einmal her? Den hab ich da vorher fertig gemacht. Homing-Pfeile. Ist hier links und rechts ein Bogenschütze? Wie soll ich denn das machen? Nein! Ah, ich glaube, ich brauche eine Pause jetzt. Ich dreh durch sonst. Ich dreh durch. Super schlechter Sprung. Aber ich muss echt eine Pause machen jetzt bei dem Spiel. Also, ich beende den Stream jetzt mal und mache eine Pause, weil ich sonst einen Anfall krieg. Ja, vielleicht bis später. Ciao.